Kultur muss sich lohnen. Schluss mit existenzbedrohender Unterbezahlung. Kultur muss sich auch für die Menschen lohnen, die die Kulturarbeit machen. Mehr auf www.igkultur.at. Fair Pay für Kulturarbeit. Damit darf ich überleiten zum Kampagnenstart, Kampagne Fair Pay. Die Kampagne geht sozusagen von der nicht banalen, sondern sehr beachtlichen Tatsache aus, dass österreichweit tagtäglich mehr als 1000 Leute oder tausende Menschen eigentlich, und zwar ist relativ schwierig zum Erfassen, in der Initiative Kulturarbeit tätig sind, die meisten davon unbezahlt, also analog zu Österreich. Und was man leider sagen muss, oft sozusagen unbedankt, weil der Außenblick auf Kulturarbeit oft nicht der ist, dass das Vergnügen bereitet, Lustgewinn bereitet und darum im klassischen Sinn sozusagen im klassischen Sinn auch nicht als Arbeit definiert wird. Und wir gehen davon aus, natürlich hat Kulturarbeit sicher diesen unglaublichen Vorteil, dass es Arbeit ist, die Spaß macht, wo man Lustgewinn herauszieht, aber es ist immer Arbeit an einer Gesellschaft, Arbeit in einem gesellschaftlichen Raum, in einem sozialen Raum und darum sozusagen auch im Umkehrschluss eine Arbeit, die einer Gesellschaft etwas wert sein muss. Aber neben diesen Freiwilligen gibt es eben auch Menschen, die dort hauptamtlich tätig sind, beziehungsweise ihren Lohn aus dieser Arbeit ziehen. Was unsere Erhebung ist, bundesweit ca. 1200 Leute sind, die in diesem Bereich beschäftigt sind, im Initiativenkulturbereich, nämlich, wo man auch wieder unterscheiden muss, im Angestelltenverhältnis, ganz viel sind als Selbstständige da drinnen tätig, seien es jetzt Grafikerinnen, Tontechnikerinnen, wie auch immer, die sozusagen meistens auch aufgrund von einer Ressourcenknappheit bei den Initiativen dann das als Selbstständige machen, nicht in einem Angestelltenverhältnis. Und demgegenüber stehen aber bundesweit 4 Millionen Besucherinnen, die Jahr für Jahr das Programm der Initiativen besuchen. Die Forderungen im Rahmen dieser Kampagne sind herab oder als Weiterleitung des vorher gesagten Anerkennung von Kulturarbeit als Arbeit, gesellschaftliche Anerkennung, auch politische, die faire Bezahlung von selbstständiger und nicht selbstständiger Kulturarbeit und eine Aufstockung der Kulturbudgets, insbesondere der Essensausgaben, weil, wie schon vorher gesagt, aus unserer Sicht ist Kultur eine Zukunftssache, immer Investitionen in Zukunft. Wir kriegen das im Initiativenkulturbereich ganz stark mit. Dort wird sowas wie Pionierarbeit geleistet. Dort werden Sachen erprobt, in Experimentierräumen gearbeitet, die dann oft weiterführend von großen Häusern und Institutionen auch übernommen werden. Gerade in Linz kann man es immer wieder sehr gut beobachten, dass Sachen, die im kleinen, teiligen Bereich Initiativen erprobt werden, dann auch in Häusern wie am OK, am Lentus, am AEC Niederschlag finden. Dort natürlich ausgestattet mit anderen budgetären und strukturellen Voraussetzungen, was jetzt grundsätzlich gar nicht schlecht ist, ist nur unsere Auffassung ist, auch diese Pionierarbeit muss fair bezahlt werden. Das heißt, wir richten uns ganz stark auf die politische Ebene mit dieser Kampagne. Wir richten uns natürlich auch fast ein bisschen in Form einer Selbstreflexion an Initiativen der freien Arbeit. Aber ganz stark involviert in diese Kampagne ist das Publikum, diese 4 Millionen Menschen bundesweit, an die wir uns richten. Denn das sind die Personen, für die sich Kulturarbeit immer lohnt, weil sie Veranstaltungen besuchen, weil sie so diesen Genuss erhalten können. Und die Menschen, die dafür arbeiten, denen steht unserer Auffassung nach ein gerechter Lohn zu. Konkret bei der Kampagne, die OPAP-Kampagne, die es bis Herbst 2012 anberaumt ist, also ein gutes Jahr laufen wird, in dem Zeitraum werden die Plakate, Postkarten, Sticker und auch noch andere Materialien, die noch gebastelt werden, für sogar permanente Präsenz in den Kulturstätten der freien Kulturarbeit sorgen. Ein paar von den Materialien haben sie in den Unterlagen drinnen. Es wird Berichte geben, vor allem auch in den eigenen Medien der Initiativen oder Dachverbände, genauso wie eine ganz starke Kooperation mit den Vertreterinnen der freien Radios und freien Medien. Und auf der politischen Ebene wird es um, jetzt kommt ein böses Wort, Lobbying gehen, weil mit anderer finanzieller Ausstattung, als man das in letzter Zeit gehört hat, leider. Aber es wird darum gehen, genau diese Forderungen, die ich jetzt da kurz skizziert habe, auf der politischen Ebene
durchzusetzen oder zumindest verhandelbar zu machen. Dazu wird es auch Interviews geben, vor allem Videos, Interviews auf bundesweit mit Politikerinnen, mit Vertreterinnen der Verwaltung, die nachher gesammelt werden sollen auf einer Online-Plattform, um sozusagen ein österreichweites Statement-Sammlung erhalten zu können, wie Politikerinnen zu diesen Forderungen stehen. Ich möchte abschließend dann kurz auf dieses vorliegende Gehaltsschema, das jetzt entwickelt worden ist, verweisen. Die Basis für unsere Gehaltsrichtlinien, die wir heute erstmals vorlegen, ist ein Schema, das die GPA DJB seit Jahren entwickelt hat, ein Gehaltsschema für Vereine, wobei die GPA das hauptsächlich für den Sozialbereich immer konzipiert hat und es ein sehr komplexes Modell ist mit 9 Gehaltsstufen und relativ kompliziert umlegbar auf den Kulturbereich. Wir sind jetzt daran gegangen, sozusagen auf Basis dieses Schemas Tätigkeiten aus dem Kulturbereich, die nicht mehr in 9 Stufen, sondern in 5 Stufen vergleichbar wären, zu definieren. Das ist sozusagen die Basis für dieses Schema. Und dazu kommen noch 2 Sachen, die uns wichtig waren, sozusagen eine politische Forderung, nämlich wir haben dieses Schema auf Basis einer 35-Stunden-Woche berechnet, sozusagen als zusätzliches Statement, weil wir glauben, dass eine 35-Stunden-Woche auch in einem gesamtbudgetären Rahmen, in einem sozialstaatlichen Rahmen etwas Klügeres wäre als das jetzt jetzige Paradigma einer 40-Stunden-Woche. Vor allem auch natürlich unter dem Aspekt, dass diese Menschen, die hauptamtlich in der Kulturarbeit tätig sind, nur sehr viel ehrenamtliche Arbeit leisten und sozusagen, wenn das Stundenmaximum geringer ist, auch diese ehrenamtliche Arbeit besser passieren kann. Die Tabelle selbst zeigt das Bruttogehälter, was da nicht drin ist, sind die Lohnnebenkosten, die natürlich in einer Budgetverhandlung schlagend werden müssen. Lohnnebenkosten sind zurzeit bei ungefähr 31,2% der Bruttogehälter, die nun mal dazukommen, also relativ hoch. Und wir haben im Anfang bei, das ist wirklich unter großen Anführungszeichen, sozusagen niederen Tätigkeiten, die im Kulturbereich verrichtet werden, ohne Ausbildung, die zumeist da jetzt natürlich nicht im Angestelltenverhältnis passieren, sowas wie Flyer verteilen oder Kassadienste, Aufsichtspersonal. Aber es uns wichtig war auch zu sagen, auch das, wenn es angestellt werden würde, bräuchte eine faire Entlohnung. Und zieht eben so diese 4 Stufen dann hinauf, bis zu hochqualifizierten Tätigkeiten einer Geschäftsführung oder einem künstlerischen Intendant, wie es ja relativ gängige Modelle mittlerweile sind. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir uns mit diesem Schema nach wie vor in einem sehr vertretbaren Rahmen bewegen. Kultur muss sich lohnen. Schluss mit existenzbedrohender Unterbezahlung. Gut, die erste Frage, wie stehen Sie zu der Aussage, dass Kulturarbeit, die sich der Öffentlichkeit stellt, auch fair bezahlt werden muss? Ich meine, zuerst glaube ich, dass man Kulturarbeit genauer definieren müsste, weil es gibt da 2 Bereiche. Wenn es um Künstlerinnen oder Künstler geht, da wird das Produkt bezahlt, das Bild oder der Film oder was der Künstler oder die Künstlerin macht. Auf der anderen Seite bei Vereinen werden ja oft Verwaltungstätigkeiten bezahlt. Das ist genauso, ob es Sekretariatsarbeit ist oder Vorstandsarbeit. Das ist ja eigentlich eine allgemeine Arbeit, die in vielen Bereichen, nicht nur im Kulturbereich, Gültigkeit haben. Mhm. Wichtig, glaube ich, ist dabei nicht nur die Bezahlung, sondern die offizielle Anerkennung der Arbeit. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass die anerkannt wird und auch damit honoriert wird. Mhm. Würden Sie die Forderung unterstützen, dass eine faire Bezahlung von Kulturarbeit, also auch in dem Sinne, wie Sie das gerade gesagt haben, einen Niederschlag in den Förderverfahren finden muss? Eine Bezahlung gibt es in der Praxis bereits, gerade größere Vereine oder Kulturinstitutionen. Dort wird die Arbeit für das Produkt, für das Programm teilweise schon bezahlt und auch im Förderbereich teilweise anerkannt. Hypothetische Frage, glauben Sie einschätzen zu können, wie sich die Kulturbudgets in der nächsten Zeit entwickeln werden? Also das, glaube ich, ist erstens meine politische Frage. Meine Einschätzung geht dahin, dass gerade in Österreich im Vergleich zu anderen Bundesländern, glaube ich, dass die Stabilität beibehalten wird
und dass wir rechnen können in den nächsten Jahren, dass sich hier keine dramatischen Veränderungen nach unten ergeben werden. Was ist Ihr Verständnis von Kulturpolitik? Kulturpolitik, glaube ich, muss die Vielfalt der Kultur gewährleisten. Die Rahmenbedingungen muss die Kulturpolitik stellen und die Kulturpolitik soll die verschiedenen kulturellen oder künstlerischen Äußerungen ermöglichen und auch nach Möglichkeit unterstützen. Die abschließende Frage: Wie können sinnvolle Strukturen für ehrenamtliche bzw. freiwillige Betätigung aussehen? Ja, Strukturen. Ich glaube, zuerst ist einmal wichtig, dass der Bedarf da ist, dass jemand eine ehrenamtliche Arbeit leistet. Zweitens die Freiwilligkeit, das Engagement und das Herz und Blut muss dahinter stehen, sonst wird man Ehrenamtlichkeit nicht leisten können und verpflichten kann man dann niemanden. Und wieder zurück zum ersten Punkt, ganz wichtig ist dann die nachhaltige Anerkennung dieser kulturellen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, die sich nicht nur im Bereich Kultur, sondern auch im Sport, im Sozialen und so weiter abspielt. Danke. Kultur muss sich lohnen. Schluss mit existenzbedrohender Unterbezahlung. Die IG Kultur beschäftigt sich jetzt mit dem Thema Fair Pay. Warum? Nun ja, es gibt reichlich Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter, die einerseits sehr, sehr gerne auch unbezahlt arbeiten, aber es gibt immer mehr Leute auch in dem Feld, die dort aus der Berufung einen Beruf gemacht haben. Und die arbeiten zum Teil halt unter sehr, sehr prekären Arbeitssituationen. Auch was die Förderstrukturen betrifft, was Planungssicherheit betrifft und auch einfach gewisse grundsätzliche Fragen von Indexanpassungen der Gehälter etc. Und nachdem gerne vieles selbstverständlich genommen wird an Arbeit, die gemacht wird, wollen wir das Licht, das ein bisschen unter dem Scheffel gestellt wurde, vielleicht auch von uns selbst, wieder ein bisschen hervorrufen und sagen, die Arbeit, die geleistet wird, ist eine gute. Manche haben das zu ihrem Beruf gemacht und der sollte auch adäquat bezahlt werden und nicht nur unter schwersten bis gar eigentlich nicht mehr vertretbaren Strukturen stattfinden als Berufsbild. Und kannst du nicht sagen, dass da ein Vermittlungsproblem dann gibt es an dem, wie du gesagt hast, die ganz große Masse der Ehrenamtlichen freiwillig tätigen, warum man jetzt plötzlich Gehälter fordert? Also die Forderung nach fairer Bezahlung in der Kulturarbeit schließt natürlich die unbezahlte Arbeit in der Kulturarbeit nicht aus, weil es, das wissen wir auch aus diversen Studien, wichtig ist zu sagen, unbezahlte sogenannte freiwillige Arbeit kann dann am besten stattfinden, wenn die Existenz der Leute gesichert ist. Das heißt, jemand, der ein gutes durchschnittliches Einkommen hat, hat dann auch Zeit und Ressourcen, sich freiwillig noch zu engagieren. Das steht dann natürlich überhaupt nicht im Widerspruch dazu, dass dann Leute, die in diesem Berufsfeld arbeiten, auch fair bezahlt werden sollen, weil vielleicht tun sie ja dann freiwillig was anderes wie, keine Ahnung, Kinderfußball unterrichten oder so. Man braucht ja auch einen Ausgleich. Mehr auf www.igkultur.at. Fair Pay für Kulturarbeit.